Eden Hazard. Eden Hazard! 1-0! Ja, den sollte man nun wirklich nicht schießen lassen. Der Belgier, ganz trocken, Aufsetzer. Da waren sie viel zu weit weg. Schauen Sie, wie viel Platz der hat. Da geht da noch keiner raus. Aufsetzer, Wiedwald, chancenlos. Also das nenne ich mal komplett verschlafen. Da rückt noch nicht einmal jemand raus. Und dass er sich dann die Zeit und Muße nimmt, Vollspann abzuschließen, das ist ja wohl klar. Kein Abseits. Oscar wartet, Oscar bedient. Diego Costa, Oscar, das ist ja viel zu einfach. So funktioniert das nicht. 90 Sekunden nach dem 0:1 gleich das 0:2. Logisch, die Abwehr hat so noch nie, aber wirklich noch nie zusammengespielt. Die Viererkette auf den Außen. Zwei frische und in der Innenverteidigung Moisander und Caldirola, die sich noch finden müssen. Der arme Felix Wiedwald. Doppelpass. Und Junuzovic, es gibt Elfmeter. Ja, Junuzovic gefault. Elfmeter von Finn Bartels. Ja, ja. Und dann ist Martin. Tore schießen, das kann er. Claudio Pizarro, der Pizza-Service, liefert. Mittag an der Weser. Ja, der wartet und wartet und dann. Kein Abseits, kein Abseits. 3:1. Diego Costa macht sein Tor. Also das passt jetzt gerade nicht. Schauen wir noch mal hin. Oh, ich weiß nicht, ob das nicht auch wieder eine Abseitsstellung war. Aus der Perspektive nicht zu erkennen. Und der Schiedsrichterassistent Erik Müller hat es durchgewunken, soll heißen, seine Fahne blieb unten. Deshalb steht es jetzt 3:1 durch den Treffer, der praktisch mit dem Halbzeitpfiff fiel, von Diego Costa. Das war's. So. Keins war frei, aber so geht's auch. Aus der Drehung. 2:3 heißt es. Lennart T. Als Geschenk an das Team, der ja schon von 2007 bis 2012 bei Werder Bremen war. 75 Spiele, 9 Tore. Und hier erzielt er Saison. Gab es keine Niederlage, nur Siege und ein Unentschieden. Und trotzdem war die Saison so, wie sie denn war. Jetzt aber das 4:2. Pedro. Sichere Ansage. Auch wieder hart an der Abseitskante dieser Treffer. Die Vorbereitung von Fabregas. Nee, war alles in Ordnung.